heute müssen wir ganz groß in Toiletten rein und ein paar Quizfragen beantworten. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst jetzt schon mal ein Like beim guten alten IT da und los. Oh, Ente, komm. Wir müssen Fragen beantworten. Guck mal. Let's go. Okay, IT, warte mal. Bester Toilettenpapierstil? Hä? Wie hat man am liebsten das Toilettenpapier an der Wand? Ich sag dir ganz ehrlich, alles andere außer über ist falsch. Komm rein, da. Hä, glaubst du echt? Warte mal, und wir spülen uns jetzt mal runter. Let's go. Oh, guckt euch das an. Wir spülen uns einfach mit einer Taucherbrille in die Toilette und... Hä? Ja, du hattest recht, IT. Hey, jeder, den ich kenne, hat das so. Und guck mal, hier sind noch mehr Toiletten. Boah, wo sind wir hier? Oh, hier stinkt's ja mega, Bro. Oh, hier stinkt's bestialisch, Leute, ey. Boah, hä? Okay, da hinten geht's vor weiter. Da ist so eine Art Fahrstuhl. Wo bist du, Ente? Ach, hier. Hier müssen wir lang, IT. Warte mal. Der beste Weg, Eis zu essen. Becher oder Waffel? Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich Eis esse, nehme ich immer eine Waffel, weil die kann man auch essen, aber mehr dran. Oh, aber Bro, ich finde Becher viel angenehmer irgendwie. Ich mag das mehr. Hä? Denkst du echt Becher? Also ich bin für Waffel. Ich nehme auf jeden Fall Waffel, Junge. Ich nehme Becher. Let's go. Hoffentlich war das richtig und ich spüle mich runter. Ich spüle mich auch runter und... Oh, ich war richtig, Ente. Was? Ich bin im Klo gelandet, IT, und ich bin von einer riesigen Ente gerade angegriffen. Oh, das ist nicht besonders gut, ey. Ich hab dir gleich gesagt, eine Waffel. Och, Mann, ey. Ich dachte, vielleicht wäre Becher richtig. Okay, Bro. Ich bin jetzt eine riesen Quietschente geworden auf einmal. Hey, Ente, komm. Let's go. Weiter geht's. Let's go. Ich komm schon. Und wir müssen eine Rutsche runter, oder? Ja, let's go. Hoch. Rein in die... Hä, das ist gar keine Rutsche, das ist einfach so ein blauer Gang. Okay, IT, warte mal. Dein Bruder liest versehentlich auf dein Eis. Was machst du? Isst du es trotzdem oder wirfst du es weg, IT? Lebensmittel wegwerfen ist eigentlich nicht so toll, aber ich weiß nicht, würdest du es essen? Keine Ahnung. Oh, Bro, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde es nicht mehr essen. Ich spül mich hier das Klo runter. Okay, dann spiel ich mich auch darunter. Ich glaube, das ist nicht so toll. Stell dir mal vor, du kriegst dann irgendwelche Bakterien oder so. Ja, und das war richtig, Bro. Ja, let's go. Oh, guck mal, hier ist schon die nächste Frage, die auf uns wartet, Ente. Schlimmster Weg, um einen ganzen Tag zu verbringen. Palmen bedeckt mit Cheetos-Staub oder Spinatsteck. Hey, übersetzt du mal, Ente. IT, da steht im Prinzip, dass die Hände voller Chipskrübel sind oder du hast am Zahn so ein Spinatblatt hängen. Oh, diese Chipskrübel an den Händen, die kann man mal wunderbar ablecken. Keine Ahnung. Nein, aber Bro, das bleibt dann den ganzen Tag dran. Checkst du das nicht, IT? Das bleibt den ganzen Tag dran. Und mit Chipskrübel an den Händen kannst du dein Handy nicht mal bedienen. Oh, das stimmt. Herr, nimm doch lieber den Spinat. Komm mit ab in den... Spinat! Weil es geht darum, was schlimmer ist, IT. Oh, oh. Hä? Aber, oh, es war falsch. Ja, hab ich dir doch gesagt, Bro. Du musst die Frage verstehen. Ich geh ins richtige Toilettenrohr. Hey, das gibt's nicht. Und, oh, ich hab mich einfach in eine Quietschente verwandelt. Oh. So, okay, dann gehe ich jetzt auch in das Richtige rein, Ente. Hättest du es mal gleich gesagt, Junge? Hab ich dir doch gesagt, Bro. Na gut. Okay, weiter geht's. Übrigens bin ich immer noch eine Quietsche-Ente, voll Oha, komisch. Das sieht ja richtig gut aus, IT. So, warte mal, beste Ort zum Essen, in oder draußen? Kommt auf das Wetter an, oder? Ja, aber ich weiß, die meiste Zeit esse ich eigentlich drin, weil draußen kann man nur selten essen, wenn es wirklich warm ist. Ja, und vor allem im Sommer kommen auch Insekten und so, wenn du da isst. Also, ja, und da gibt's Wespen und sowas, die stechen dich vielleicht, deswegen esse ich lieber inne. Ich auch, let's go. Und das war... Richtig! Ja, Mann, oha, aber ganz knapp eigentlich. Ja, aber wir haben es richtig beantwortet auf jeden Fall. Das ist schon mal stark. So, jetzt lass mal hier hoch, die Leiter. Oh, ich bin gespannt auf die nächste Frage. Ist das hier richtig überhaupt? Hä, keine Ahnung, Bro. Warte mal, wo geht's lang? Ach, hier. Ist das Loch in der Wand. Okay, das ist, glaube ich, ganz easy peasy. Schönste Blume, Rose oder Tulpe? Ich sag dir ganz ehrlich, Rose ist viel schöner. Rose ist viel schöner als eine Tulpe, glaube ich. Wir gehen mal bei Rose rein.
Oh, und ich glaube, das ist sogar wieder richtig, Ente. Ja, oh, was jemand für eine Tulpe gestimmt. Okay, Anti, das war eine gute Intention von dir. Oh, ich bin aus in den Pool gefallen, hä? Voll komisch. Und guck mal, hier muss man die Toilettenkabine aufmachen und hier geht's weiter. Let's go, runter hier. Wo sind wir jetzt gelandet? Du hast deinen Lutscher fallen lassen und es sind 5 Sekunden vergangen. Was machst du? Oh, Bro, kennst du nicht die 5-Sekunden-Regel? Das ist mal nicht weiter. Hä, keine Ahnung, ich würde es trotzdem weiter essen. Und du? Nein, beginnt das Sonderkleute, ich gehe hier rein. Ja, gut, dann gehe ich da auch mal rein. Mal gucken, ob es Bro, das ist die 5-Sekunden-Regel. Wenn du 5 Sekunden auf dem Boden liegt, dann esse ich es nicht mehr. Hä, aber ich würde es trotzdem essen, Junge. Ich bin doch nicht so pingelig, aber... Oh, die meisten... 5-Sekunden-Regel, Alter, Bro, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, gut, es war ja auch richtig. Hast ja recht gehabt, Ente. Oh, guck mal, kann man duschen gehen, Alti. Hä? Ich hab immer noch dieses komische Quietsche-Ente an. Ich check das überhaupt nicht, Junge. Oh, es geht hier runter. Wir müssen rutschen. Ja, let's go. Und, oh, jetzt schon die nächste Frage. Das beste Dessert, Kuchen oder Eiscreme? Oh, das kommt drauf an, was für ein Wetter es ist, Alti, wenn es warm ist, dann esse ich lieber Eiscreme. Aber Kuchen ist auch richtig lecker. Ja, aber ich muss hier ganz ehrlich sagen, Eiscreme finde ich schon am besten davon. Also ich nehme auf jeden Fall Eiscreme. Okay, ich komm mit, ich nehme auch die Eiscreme. Und? Hey, das war richtig. Die meisten haben Eiscreme genommen. Sehr stark, Ente. Sehr cool. Sehr gut, wir müssen weiterkommen. Alti, warte mal, hier ist eine Röhre. Und hier ist eine Röhre. In welche gehen wir jetzt? Hey, guck mal, hier unten ist nichts. Ich glaube, da geht's weiter, Ente. Oh, ich bin runtergegangen, Alti. Du musst hier runtergehen. Hä, ist das echt richtig? Oha. Ja, ich glaube schon, Bro. Wirklich? Du entdeckst eine ungeöffnete Tür des Chips unterm Bett. Was machst du? Essen oder wegwerfen? Hä? Hä, natürlich esse ich die, Bro. Die ist doch noch zu, oder? Ja, die ist noch zu, Junge. Natürlich isst man die noch. Ja, wenn die nicht schon 10 Jahre da liegt, dann esse ich die natürlich noch. Bro, die schmeckt safe noch gut. Ja, wenn die jetzt offen oder so, wäre es was anderes, aber die ist ja noch zu. Oha, aber die Leute haben sich auch sehr knapp gerade entschieden. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele Leute das wegwerfen würden. Ja, Lebensmittel verschwenden ist nie gut. Also ich würde das niemals wegwerfen. So. Alti, die rote oder die blaue Röhre? Hä, gibt's da überhaupt einen Unterschied? Ja, oh, ich nehm, oh, hier ist eine Stinketoilette, weg hier! Ja, die müffelt ja richtig doll! Okay, dann lass mal rot nehmen. Was ist bei rot? Oh, ich glaube, das ist der richtige Gang, Ente. Ich glaube, das ist richtig. Okay, Alti, was ist besser zu fliegen, auf einem riesigen Vogel oder in einer riesigen Seifblase? Oh, ich stelle mir cooler vor, auf jeden Fall mit dem Vogel, oder? Was sagst du? Ja, aber wenn die Blase kaputt ist, dann ist sie kaputt, dann kannst du nie wieder damit fliegen. Außerdem kannst du eine Blase noch gar nicht steuern und den Vogel kann man vielleicht steuern. Weißt du, wie so ein Reittier? Ja, so eine Art Pferd, meinst du, ne? Ich nehme den Vogel. Dann nehme ich den auf jeden Fall auch. Vor allen Dingen mit einer Seifenblase, die kann auch platzen. Stell dir mal vor, du fliegst gegen was Spitzes oder so. Ja, stimmt. So, warte mal. Wo sind wir jetzt angekommen, Heidi? Ich glaube, das ist, hier geht's weiter. Ab in die Toilette. Mal gucken, was dann kommt. Let's go. Wir spielen uns weiter runter. Let's go. In welchem Badezimmer sind wir jetzt gelandet, Bro? Hä, keine Ahnung. Aber guck mal, der Spiegel hier ist kaputt. Da können wir anscheinend durch. Hä, okay, wo geht's hier weiter? Oh, Bro, was waren eigentlich die ganzen Spiele? Warum sitzen die hier rum, Mann? Oh, du hast gerade gesagt, sie ist hier nie entkommen. Okay, jetzt sind die nächsten Fragen. Welches würdest du lieber in den Kampf fahren? Achso, mit wem würde man lieber kämpfen? Hummer, Frosch oder Eichhörnchen? Okay, Alti, was nimmst du als liebstes als Reittier, wenn du irgendwo kämpfen würdest? Ein Eichhörnchen, ein Frosch und ein Hummer, was ist praktischer? Der Hummer ist gepanzert, der Frosch kann weit springen und das Eichhörnchen kann überall drüber klettern. Ey, ich sag dir ehrlich, der Hummer, der hat doch auch so Klauen. Ich würde lieber den Hummer nehmen. Ja, aber der Hummer ist ja mega langsam an Land, Alti. Oder Frosch? Frosch ist auch cool. Ja, Frösche sind auch sehr cool, aber das Eichhörnchen eigentlich auch. Ich nehme mal den Frosch. Immer die goldene Mitte, Ente. Du weißt Bescheid. Und war das richtig, Bro? Ich gucke und... Nee, es war nicht richtig, Ente. Oh, oh. Dann nehme ich mal das Eichhörnchen. Komm schon, bitte. Das Eichhörnchen muss richtig sein. Ja, hoffentlich. Oh, oh. Ich werde hier einfach... Das Eichhörnchen ist richtig. Okay, dann nehme ich jetzt auch das Eichhörnchen, Ente. Ich folge dir. Let's go. Und ich bin gespannt, ob das richtig ist. Gucken wir.
hast mich nicht angelogen, Ente! Ja, Olti, du siehst aus wie ein Kackerhaufen jetzt! Gar nicht! So sehe ich immer aus! Okay, mal gucken, wo es hier weitergeht. Ich bin gespannt. Oh, warte mal. Welches Haustier würdest du am liebsten haben? Ein riesiger Panda, Elefantenbaby oder ein sprechender Papagei, Heidi? Oh, die sind alle cool, aber ich glaube, so ein Panda ist gefährlich, ehrlich. Nein, ein Panda ist mega süß. Ich würde den Panda nehmen, Bro. Nein, der Papagei, den finde ich schon mit am coolsten, oder? Oh, dann nehme ich den Panda. Let's go! Okay, Ente, mach's richtig, sag mal. Sag ich dir nicht, Bro. Ich glaube, das war nicht richtig. Okay, dann nehme ich lieber den Papagei. Mal gucken, ob der richtig ist, Ente. Oh, da kommt ein Piratenschiff und ballert mich ab. Oh, klingt nicht gut. Oh! Ich hab's dir gleich gesagt, Ente, Junge. Was, der Papagei? Ja, natürlich war's der Papagei. So ein Bär ist... So ein Bär ist gefährlicher, als du denkst, Ente. Auch wenn das süß aussieht. Du recht hast, Bro. Ja. So, dann lass mal weitergehen. Da hinten sind schon die nächsten Fragen. Let's go. Was ist der beste Weg, Pizza zu essen? Gefalten, gerollt oder ganz normal mit Messer und Gabel? Aber Bro, Messer und Gabel ist auch blöd. Hä? Ich esse nie mit Messer und Gabel eine Pizza, Junge. Ich glaube, gefaltet, oder? So ist am entspanntesten. Ja, ich nehme auf jeden Fall gefaltet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Messer und Gabel die meisten wählen würden. Niemals, oder? Und war das richtig? Oh, ja! Oha, beim ersten Versuch. Let's go. Du bist echt nicht schlecht, Ente. Ja, weiter geht's. Jetzt denke ich mal hier lang gehen. Okay, Heidi, was ist die beste Option, um die Hände zu trocknen? Tuch? Papier oder Heißlufttrockner? Also von diesen Handtuchrollen, die finde ich total blöd, sag ich dir ehrlich. Am besten finde ich ehrlich den Heißlufttrockner, oder? Ich weiß nicht, mit Papier am besten. Papier? Also ich nehme jetzt mal den Heißlufttrockner. Ich nehme Papier, let's go. Und? Oha! Hattest du recht? Weil ja. Ich glaube, ich hatte Unrecht. Ich hatte recht, Ente. Ich hab's dir gleich gesagt. Oh, da kommt der Kackehaufen auf mich zu. Nein. Oh, oh. Hey, jetzt siehst du auch so aus. Jetzt sehen wir beide aus wie so ein Kackehaufen, ey. Ja, Ente, wir sehen gar nicht so gut aus. Und wir müssen hier durchschwimmen als Kackehaufen. Oh, ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Zu welcher Frage, Ente? Fragen ich bin auch gespannt, Bro. Oh, Fragen sind nicht so leicht. Oh, was ist der beste Weg, deinen Geburtstag zu feiern? Eine große Party, auf die Reise gehen oder viel Kuchen essen? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, eine große Party ist doch das Coolste, oder? Ja, mit all seinen Freunden. Das finde ich am besten. Let's go. Und? Boah, das sieht gut aus. Richtig. Ich habe es dir gleich gesagt, Ente, dass es richtig ist. Sehr gut, Heidi, dann lass mal weitergehen. Guck mal, wir sind aus dem Badezimmer. Ich dachte, wir sind draußen noch mehr Toiletten hier. Ja, es sind richtig viele Badezimmer und Toiletten. Und, oh, was ist der beste Weg, einen regnerischen Tag zu verbringen? Okay, tanzen im Regen, sag ich dir ehrlich, finde ich nicht so cool. Brettspiele spielen, das ist schon cool. Aber oder? Dafür braucht man immer viele Leute, weißt du? Stell dir mal vor, du bist alleine oder so. Dafür brauchst du deine Familie oder ganz viele Freunde, Heidi. Ich glaube, Filme ist am besten, weil die kann man auch alleine oder zusammenschauen. Oh, da hast du recht. Ey, nimm mal Filme, let's go. Eigentlich ist Filme schon am besten, oder? Ja, weil beim Tanzen Regen kann man noch krank werden. Ja, dann holt man sich irgendwie noch was weg oder so. Nicht gut. Ja, komm, wir gehen weiter. So. Boah, wir sind echt nicht schlecht in den Fragen. Wir sind eigentlich fast immer richtig. Ja, fast immer. Du mehr als ich sogar. Okay, lass weitergehen. Oh, hier steht die nächste Frage. Welche Art von Früchten würde den besten Hut ausmachen? Banane, Melone oder Ananas? Bro, der Ananas-Hut sieht schon cool aus. Ja, ich sag dir ehrlich, das sieht am besten aus. Ich nehm den mal. Und ich bin gespannt, ob wir es richtig haben, Ente. Mal sehen, Alti, wir stehen jetzt gleich, ob wir richtig liegen. Hä, guck mal, schon wieder richtig. Oha, 251.000 Leute haben das gesagt. Okay, Alti, weiter geht's. Let's go, Junge. Boah, guck mal, hier ist so eine Art Pilz, der so Wasser runterspeit. Siehst du das? Boah, guck mal, hier ist wie ein Schwimmbad oder so. Ich weiß aber nur nicht, wo wir gelandet sind eigentlich.
Ich auch nicht! Oh, Alfie, der schlimmste! Alfie, der schlimmste Fisch! Ich meine, das schlimmste Ding, was du im Badezimmer finden kannst, Bro! Silberfische? Plätze? Füßler oder Kakerlake? Oder Kakerlake? Ich sag dir ehrlich, so ein Tausendfüßler finde ich am blödesten. Also es wird mich am meisten ärgern, oder? Ich weiß es nicht, Heidi. Ich glaube, ich nehme mal den Tausendfüßler und guck mal, ob der richtig ist, Ente. Weil ich sag dir ehrlich, ich würde nicht so gern so einen finden, wenn ich im Bad bin. Hey, das war richtig. Echt? Ja. Okay, ich komme, Bro. Let's go, Ente. Oha, wir sind schon echt weit gekommen und guck mal, hier ist einfach so ein Himmel. Siehst du das? Wow, ich bin gerade ins Wasser gefallen. Oha, wo sind wir jetzt gelandet? Keine Ahnung, aber ich glaube, da hinten geht's weiter hinter diesen Typen. Okay, dann lass mich hier entlang gehen. Oh, scheint so eine Art Kanalisation zu sein oder sowas. Siehst du das? Ja, ich seh's, Bro. Okay, lass da entlang gehen. So, warte mal. Mit welchem Tier möchtest du einen Tag die Plätze tauschen? Mit einem Affen, einem Vogel oder einer Katze? Oh, das ist ganz klar für mich. Für dich auch? Als ich würde den Vogel nehmen, weil der kann fliegen. Ja, das gleiche habe ich mir auch gedacht. Eine Katze finde ich nicht so interessant und ein Affe, naja, ist uns schon ähnlich. Also der Vogel, den würde ich auf jeden Fall nehmen. Let's go. Ich nehme auch den Vogel. Let's go. Stell dir mal vor, du kannst einfach fliegen und alles. Wie krass das wäre, Junge. Ja, mega heftig. So, warte mal. Und der Vogel war richtig. Ja. Und guck mal, da hinten geht's schon weiter mit der nächsten Frage. Oh, ich bin gespannt. Wenn du irgendeinen Job haben könntest, welcher wäre es? Astronaut, Superheld oder Gamer? Oh, ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, das ist schwierig, aber ich finde Superheld am coolsten. Ja, ich sag dir ehrlich, Superheld oder Astronaut ist es, glaube ich, weil... Ich nehm Superheld! Okay, dann nehme ich auch Superheld! Boah, ich bin gespannt, aber das ist ja auch kein richtiger Job, oder? Hä? Natürlich, stell dir mal vor, du könntest es als Job machen. Wie cool ist das? Oh, das haben sogar die meisten genommen! Let's go! Oh, jetzt geht's weiter ab in die nächste Toilette, Ente! Let's go! Wow! Oh, hier sieht's ja echt nicht gut aus. Ich glaube, jetzt kommen die letzten Fragen, Ente! Alti, wer ist der beste Bösewicht? Darth Vader, Voldemort, der Joker oder Gollum? Oh, ich sag dir ehrlich, ich finde eigentlich Darth Vader am coolsten von den allen. Und du? Ja, ich finde auch Vader am coolsten. Nehme ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Mehr vier Antwortmöglichkeiten. Lord Voldemort ist auch ein cooler Bösewicht, aber ich habe keine Ahnung, Lord... Huh? Darth Vader war falsch, Bro. Ja, ich seh's. Und, hä? Auf mich kommt einfach ein Bagger zu. Oh, oh. Auf mich kommt ein Affe und der rülpst mich an. Oh, oh, der macht die ganzen Toiletten kaputt. Ey, krass. Okay, Alter, wir dürfen jetzt nichts falsch machen. Wir müssen den richtigen nehmen. Aber was ist der richtige? Oh, ich sag dir ehrlich, der Joker ist am coolsten, oder? Ich denke auch so, den probieren wir jetzt auch so. Let's go, das muss aber diesmal richtig sein, Bro. Keine Ahnung, ich hoffe und... Er war richtig! Ja, der war tatsächlich richtig. Oh, guck mal, wie viel ich Voldemort genommen haben. Echt, Chris. Okay, bester magischer Gegenstand. Die magischen Pantoffeln, Feenstaub, Aladins Lampe oder ein Zauberstab? Bro, bei der Lampe kannst du dir alles wünschen. Ja, aber so ein Zauberstab ist auch krass, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Oh, ich nehme die Lampe. Okay, ich nehme auch die Lampe, mal gucken. Ich wollte zuerst auch nehmen, aber es ist echt schwierig. Und das war richtig. Oha, aber Zauberstab kam direkt danach. Okay, let's go, ab nach oben, Ente. Bester König, Mufasa, Triton, Midas oder King Kong? Ist King Kong König? Ich weiß nicht. Achso, er heißt King Kong, deswegen. Ah, jetzt check ich's. Ich sag dir, wie es ist. Mufasa ist schon cool von König der Löwen, oder? Probier's mal aus, Heidi. Ja, let's go, rein da. Oh, aber King Kong könnte auch richtig sein, ich weiß nicht. Ist es nicht so einfach, die Frage? Und das war falsch. Oh, oh. Da gehe ich jetzt zu King Kong rein. Okay, ich bin gespannt, ob King Kong stattdessen richtig ist, Ente. Ja, King Kong ist richtig. Oha, dann komme ich auch mal direkt in King Kong. Oh, jetzt muss ich einfach wieder den ganzen Weg nach oben kraxeln und ich sehe aus wie eine Klorolle. Nicht gut. Oh, oh.
Okay, aber wenn du King Kong sagst, dann nehme ich auch King Kong. Let's go. Ich würde sagen, wir spielen uns runter. Und... es war echt richtig, Ente. Hey, wo bist du? Hier bin ich. Oh, aber wir spielen schon echt lange, Ente. Wollen wir im nächsten Video weitermachen? Ja, let's go, Ente. Wir werden alles schaffen und noch tiefer in die Kanalisation kommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut bei meinem Kumpel Ente vorbei, der ist klasse. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Freunde. Tschüss.